Lautsprecher Teufel präsentiert Flux FM Lauschrausch. Die Radioshow aus eurer WG. Heute aus Treptow. Ja, die große Wolf-Eder-Ausgabe. Musik von Bitstuna und Slimme. Und begrüße Sie, ihr Sportskanone David Krause. Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei Flux FM Lauschrausch. Der Show, die aus verschiedenen WGs in Berlin sendet. Ihr könnt euch übrigens noch bewerben. fluxfm.de, dafür die richtige Adresse. Heute mit einem pickepackevollen Programm. Wir haben heute wunderbare Gäste. Wir haben heute das große Rolf-Eden-Spezial. Ja, wir freuen uns auf wahnsinnige Frauentipps. Wie kriegt man Frauen rum? Das werden wir heute erfahren. Und natürlich sind heute bei uns die Pitch-Tuner. Das heißt, musikalisch wird es heute heiß hergehen. Und ich freue mich natürlich auch auf den Redakteur vom Dienst. Das ist Jan Porschen. Großen Applaus für Jan Porschen. Hallo, schön. Schön, dass du da bist. Du bist der Mann mit dem Laptop. Ja, gesponsert von Sony Vaio. Eine sehr, sehr gute Marke. Das muss man an dieser Stelle wirklich mal sagen. Wirklich sehr, sehr gut. Rolf Eden kommt heute zu uns. Er ist ja sehr, sehr, man sagt, very well known in Germany. Ja? Er ist ja sehr, sehr bekannt. Was ist das für ein Mann? Was sind so seine Eigenschaften? Was zeichnet ihn aus, hier zu sein heute? 1930 geboren, dann musste die Familie emigrieren nach Israel. Er war Elitekämpfer. Er ist nach Paris, von Paris nach Berlin zurückgekommen für 6.000 Mark oder so, die ihn hergelockt haben. Hat dann Clubs aufgebaut, Frauen erobert, hat die ganze Palette deutsche Geschichte und Frauengeschichte hinter sich. Ein toller Gast. Ein toller Gast, darauf freuen wir uns heute sehr. Und genauso toll freuen wir uns, könnte man sagen, auf die Band, die heute da ist. Das sind die Pitch-Tuner und eine Band vor allen Dingen, die ihre Instrumente selbst baut. Wie das klingt, das finden wir jetzt heraus, live bei Flux FM Lauschrausch. Hier sind die Pitch-Tuner. We need all our deals to go on.
Fortuna, live bei Flux FM Lauschrausch. Eine wunderbare Band, die wir heute übrigens auch spontan in die Sendung bekommen haben. Das sind viele Faktoren spielen eine Rolle bei so einer international hochgradig erfolgreichen Sendung wie die unsere. Ondřej Homola ist natürlich unser Show-Tscheche. Das stimmt, ja. Ondřej, schön, dass du auch mit dabei bist. Rolf Eden Spezial heute. Das ist ja so ein, wie sagt man, so ein Ritterschlag. Das ist ein Ritterschlag, das ist total geil, ja. Wir haben einen Rolf Eden Spezial. Ja. Du kannst dich auch mit mir ruhig unterhalten. Kanntest du Rolf Eden vorher? Ich meine, du kommst ja aus Tschechien. Ja, ich komme aus Tschechien. Ja. Er nicht. Er nicht, natürlich nicht. Okay. Aber kanntest du Rolf Eden? Shall I lie or shall I tell the truth? Truth. Okay, ich habe Rolf Eden nie gehört. So, ich freue mich, was heute wird passiert. Er ist ja der letzte deutsche Playboy Deutschlands. Okay. Gibt es in Tschechien auch sowas wie so einen öffentlichen Playboy? Also jemanden Playboy. Wie, keine Ahnung, Harald Juhnke, Frank Sinatra oder eben Rolf Eden? Oder Karel Gott. Karel Gott, ja. Ist ja Tscheche. Ja, der ist ja Tscheche, ja. Lebt er noch? Lebt er noch in Tschechien, ja. Er lebt in Tschechien? Naja, auf jeden Fall, ja. Ah, okay. Er kommt aus Tschechien, so er lebt dann in Tschechien, ja. Er ist unser Playboy. Ja, ich hab Karel Gott einmal getroffen. Echt? In Prag. Naja, also, weiß ich ja nicht. Naja, ich habe ihm meine CD gegeben und er hat, ja, viel Glück mit das. Viel Glück mit das, ja, ja. Hat er auch so ein schlechtes Deutsch gesprochen wie du? Er hat es auf Tschechisch gesagt. Er hat es auf. Ah, okay, natürlich. Ja, ja, ja. Von Tschechien jetzt natürlich wieder zurück zu dem Ort, wo wir uns hier befinden. Denn wir befinden uns natürlich in Berlin. Und zwar in Treptow, wo wir uns ganz genau befinden. Jan Porschen hat die Einzelheiten zusammengefasst. Ehre seinem Andenken. So endet die Gedenktafel für Karl Kunge an seinem Geburtshaus. Wir sind heute in der nach ihm benannten Straße, Haus Nummer 16 in Berlin-Treptow. Die DDR hat keine Verwaltungskosten gescheut, um den Mann zu ehren, der als Arbeiter und KPD-Mitglied Widerstand gegen die Nazis leistete und dafür unter der Guillotine den Kopf verlor. Trotzdem sitzt mittlerweile hier in Treptow die NPD in der Bezirksverordnetenversammlung. Wo sich die Nazis genau verstecken, wissen wir nicht. Sicherlich nicht in der Kita-Offensive Krümel, die gleich um die Ecke ist. Wahrscheinlich auch nicht in der Fahrradpraxis Jürgen Albrecht hier in der Straße. Obwohl diese nach Google-Plus-Angaben unfähig, unfreundlich und dazu noch überteuert ist. Wir widmen uns jetzt auf jeden Fall wieder einer Stunde gelebten Antifaschismus und Obrigkeitskritik. Herzlich willkommen im Paradies auf Eden. Flux FM Lauschrausch. Vielen Dank, Jan Porschen. Ondřej Homola, wir planen ja in der Sendung, dir das Deutschzertifikat A2 zu geben. Heißt das überhaupt A2? Sagt man das so? Wie heißt? Das sagt man, ja. Ich glaube, des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Ist aber A2 dann? Also ja, ja. Das Ondřej hat sich über A1 hinausgearbeitet. Und A1 ist das Schlechteste? Ja. Ja. Das ist die erste Stufe, nicht das Schlechteste. Man will Leute nicht demotivieren. Nein, man sagt, nein, das ist die erste Stufe auf dem Schritt zum natürlich. Muttersprachler. Super. Dann, wir wollen dir natürlich A2 geben, das ist ganz klar. Deshalb wirst du heute mal so ein bisschen dich mit den WG-Mitgliedern, wo wir ja gerade, wir sind ja in einer WG, unterhalten. Ja, stimmt. Und wirst einfach mal ein paar Fragen stellen. Okay, okay, ja. Ich komme gerne mit. Okay, ich frage, ich kann dir da helfen. Ja, kommen wir. Gehen wir einfach mal rüber. Ja, mit die Kamera, kommen Sie, ja. Die heißt Lena und das weißt du. Die Kamera heißt Lena, oder? Lena. Oh, Lena. Lena heißt sie. Die Kamera heißt Lena. Genau, dann gehen wir einfach mal hier hin. Hallo, welche Leute. Hallo. Da sind sie alle. Benni, mein Freund. Hallo, wie geht's? War deine Mutti schon hier in dieser WG? Na klar, einmal da. nur einmal und wie lange lebst du hier? Ja, zweimal. Okay, und wie lange lebst du hier? Einmal kam sie sogar vorbei und hat mir gezeigt, wie man süß-saure Eier macht. Aha, schön. Kennst du süß-saure Eier? Na, das kenne ich nicht, aber ich habe es schön gesagt. Was heißt das? Na, Eier hier mit Essig und Zucker und so. Aha, schön. Mit Essig und Zucker. Ja, genau. Okay, schön. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ja. Willkommen zurück. Dankeschön, unsere Wege, Leute. Danke für die Einladung uns zum Herr. Wollen wir jetzt einfach weitermachen, Ondřej, mit den Pitch-Tuner? Mit den Pitch-Tuner, ja. Alles klar, genau. Dann geben wir jetzt einfach mal die Bühne frei
Live bei Flux FM Lauschrausch, hier sind die Pitch Tuner. Live bei Flux FM Lauschrausch heißt die Sendung, glaube ich. Pitch Tuner. Sehr, sehr fantastisch. Vielen, vielen Dank. Ich ganz kurz. Nee, kommt der. Kommt nicht. Das kann ja jetzt nicht sein. Okay, alles klar. Ja. Okay. Sonst okay. Ja. Ja, nee, wir müssen ja kurz die Sendung weitermachen. Alles klar. Ja, nee. Alles klar. Ich liebe dich. Schlechte Nachrichten, alle, die ja einen Rolf Eden Spezial erwartet haben. Es wird zwar ein Spezial, aber ohne Rolf Eden. Oh, nein. Oh, nein.
Okay, dann. Also Rolf Eden kommt nicht. Er steckt gerade am Flughafen fest und fliegt zu einer Fernsehsendung. Wir haben ihn gerade angerufen und die Ansage war: Herr Eden, Sie müssen bei, ich weiß gar nicht, wie die klingeln hier, bei ABC klingeln. Und er sagte: Nee, nee, ich bin in Dahlem. Und wieso sind Sie denn in Dahlem? Wir sind ja in Treptow. Nee, nee, hier ist eine Fernsehshow. Und da ist mal wieder, Fernsehen schlägt Radio. Und das finden wir natürlich blöd. Dem müssen wir irgendwas entgegenwirken. So eine tolle Sendung wie unsere. Dann können wir heute, können wir ein ganz, du kannst nach Hause gehen, Jan. Du kannst dir heute einen entspannten machen. Das Publikum, wir können heute einfach ganz entspannt zusammen Musik hören. Mehr Songs von Pitchtuner. Einfach Andre auch mehr zuhören, wie er kein Deutsch sprechen kann, aber es versucht. Und alle lachen, ah, ist das witzig, ein Ausländer spricht kein Deutsch. Ja, ja, wir schauen jetzt mal, also Fakten wäre gewesen, 1930 ist er geboren in Berlin, dann Nazi-Flucht, Israel hat da gekämpft, getötet und er sagt, ich bin jede Sekunde happy. Religion ist Quatsch, der zu einer Zeit erfunden wurde, als es noch kein Toilettenpapier gab. Und in der Zeitung interessieren mich nur die guten Nachrichten. Das wären so die Fakten, die wir von Rolf Eden haben. Ansonsten haben wir ja auch noch einen geheimen Gast heute. Sleamy heißt er. Das ist der nächste heiße Scheiß aus Paris, habe ich gehört. Der ist gerade in Berlin nur für ein Wochenende, ist heute zu uns gekommen. Sollte eigentlich nur einen Song spielen, aber ich finde, wir können ja einfach mal versuchen, dass er Rolf Eden ist. Deshalb brauchen wir jetzt auch, oder? Ich meine, jetzt ist die Sendung, jetzt gehen wir unter. Jetzt egal. Jetzt auch wirklich egal. Wollen wir mal gucken. So, vorsichtig, nicht, dass du da fällst. Wir gehen jetzt einfach mal Sleamy abholen. So, ja, komm doch mal mit, Lena. Lena ist übrigens unsere Kamera. Mal einen großen Applaus für die Kameramänner, die hier auch. Das ist ja eine Sendung, wenn Sie uns gerade im Radio hören auf Flux FM. Man kann uns sehen auf fluxfm.de. Da gibt es die ganze Sendung kompakt zusammengefasst. Und wenn Sie uns gerade sehen, uns gibt es auch im Radio kompakt zusammengefasst. Das ist großartig. Sleamy, da bist du. Hello. Nice to meet you. We have a special situation here because our guest doesn't come. So you will be the interview partner of mine. Is it okay for you? It's perfect. Okay, so just come come in the show. Come into the show. Ich weiß gar nicht, mein Englisch ist echt verkuppelt. Großer Applaus für Sleamy. Welcome. Yeah, thank you. Weißt du, man muss ja sowas einfach machen. Man muss auch spontan sein. Gerne nach dir. Setz dich doch dorthin. Thank you. So. Hello. What is that? Don't touch it. It's a gag for later. Okay. Yeah. Super pleasure, sir. So can I start with the interview? Oh, yes, of course. I'm really just really curious. So I just look at everything. So. It's nice. Das Problem ist natürlich, dass wir keine Informationen oder so haben, wenn wir das Interview auf Rolf Eden zusammengeschustert. Dann sage ich mal Bonsoir. Monsieur, bonsoir, ça va? Enchanté. Ça va? Oui, très bien, très bien. Très bien? You speak French? Si. You have to teach me some German. You have to teach me some German, I don't speak. Yeah, yeah, I will, I will. You can? The only phrases in French are like, as-tu un perroquet? Arthur un perroquet. Yeah. As-tu un perroquet? Ah non, encore un caton, ce n'est pas juste, mais... Where did you in school. Of course. Yeah, that's the German sentence. No, that's the German school system. You always learn wicked stuff. It's the same in France. When you learn English, you learn stupid stuff like you are the next hot shit from Paris, I heard. Let's talk about it later because we have a love letter. Actually for Rolf Eden, but now it's your love letter. Wir haben einen Liebesbrief natürlich immer geschrieben, wie wir das ganz brav machen, aber jetzt kriegt den Sleamy. Bitteschön. Andre Homola. Liebster Sleamy. Sieben Kinder, sieben Männer. Doch wo bleibe ich dabei? Ich möchte mich mit dir zusammen sein und dich malen. Als junger Bursche hast du in Israel für die Elite gekämpft. Verschwitzt und schmutzig hast du überlebt. Das macht dich zu meinem Sexsymbol. Wie gerne wäre ich in den Waldenzeiten an deiner Seite gewesen und mit dir in dem Eden-Salon geschwurft. Doch nur die Ladies hatten dort freie Getränke. Gut für dich, traurig für mich. Aber gib mir doch einfach noch eine Chance. Wer weiß,
wie lange wir dafür noch Zeit haben. Im Gegensatz zu dir habe ich noch Munition, die ich gerne mit dir verschießen möchte. Play with me, boy. Slimmy, ich liebe dich. Dein Happy Onze. Je t'aime aussi. I want to offer you an art, actually. Is there an art? Andre Homola, live bei Flux FM Lauschrausch. Mit dem Liebesbrief natürlich an Slimmy. Merci. Eigentlich für Rolf Eden ausgelegt, der ja auch gesagt hat, seine komplette Munition ist verschossen. Muss man auch mal sagen. Ich meine, er ist 82, will leben bis 2032. Slimmy, how long will you live? I'm here until next. That's so, sorry, no. I ask you, how long will you live? Not in Berlin, I mean, generally. Well, wie lange wirst du leben? Rolf Ehn will ja bis 2032 leben. Really how long will you live? Question. Yeah, it is, definitely. Man, I'm a pro. No, I can't answer that. You, how long want you on this planet? I don't know. Wie lange möchtest du auf dem Planeten? You don't know? Yeah. Do you enjoy your time on Earth, or do you... I do like Earth, actually. Sometimes I'm going on the moon, and it's quite interesting. Yeah. People are quite open-minded there. But the fact is, I don't know. I mean, maybe I'm going to be reincarnated in a cat or a fish someday. So you believe, you believe on a life behind the death? Also actually, du glaubst I do believe. Maybe I'm going to be a beer. Like, that's what I'm really curious and. Yeah, that's a gadget for Rolf Eden. Actually, we can talk about it if you like, or shall we talk about your music? Yes, but some people are maybe reincarnate and that maybe we show it to the camera. Wir müssen das mal in die Kamera zeigen für alle Radiohörer da draußen. Ich halte hier gerade Magic Super Stretch in der Hand. Das ist so ein Sextoy, was wir gestern noch ganz schnell gekauft haben für 8,90 €. Ganz schön teuer, muss ich sagen. Das ist so ein Ring, den man sich aufsetzen kann und dann Frauen beglücken. Ich mache das jetzt auch mal auf. Do you know what it is, actually? Also, actually, weißt du, was I think I have an idea. You have an idea. It's not that clear, but looks like an insect. So this, do you know what to do with this? Actually, it can be a bow tie. Or you can also use it on your finger. Also Slimmy versucht es gerade an seiner Krawatte, also an seinem Hemd festzumachen. Und jetzt stimmt er sich über den Finger. You can put it also on your toe. No, it's for your finger, actually. But you can put this here. No. Er versucht es an seinem Fuß zu befestigen. Aber nein, das ist für den Finger, genauso wie dieses Ding hier. So you're fingering a girl with this. Also du beglückst Frauen hiermit, wenn du das an deinem Finger hast. This one is for your penis. Das hier ist für deinen Penis. Das steckst du dir an deinen Penis. And Andre, maybe you can read. No. The fact is, it's really weird to put that on your penis. It is. Actually looks like a toy for kids. Andre, du liest mal die Gebrauchsanweisung. It's pink and it's like. Andre wird jetzt für uns mal die Gebrauchsanweisung auf der Verpackung lesen. Andre, was steht da? What does it say? Das ist ganz interessant, weil es sagt. Use of the device should be restricted to less than 30 minutes. Do not fall asleep wearing the ring. Prolonged use of the ring may cause permanent injury to your penis. Also ich übersetze das Ganze natürlich nochmal auf Deutsch, für alle, die kein Englisch verstehen. Das gibt es ja immer noch Leute, in Frankreich zum Beispiel. Also man darf das nicht länger als 30 Minuten über sein Gemächt tragen, ansonsten gibt es wirklich schwere Verletzungen. So what about you, Slimmy? I mean, you are from Paris, right? What are you doing in Berlin, actually? I'm just staying there for a few days, actually. But it was holidays. It was supposed to be holidays. You're doing holidays here? Yes, I'm staying. I need to meet some people for the music. I think Berlin is really interesting because you can easily connect. Get into a show like this. Yes, that's why it's really spontaneous. You have this kind of place where you can just play and be in the flat with people around, and that's nice. That's things that we don't have in Paris these days. Okay. I mean, it was. Is it right when I say you are the next big shit from Paris? I mean, you are quite big in Paris and in Mexico, I heard. Is it true? Also, er ist relativ groß in Paris und auch in Mexiko. Ich will jetzt wissen, ob das war's. I don't like the word next big thing because I think it's you can't really like
It's really hard to just say that. I mean, I'm doing music because I love to do music, and I don't really care about this thing, even if it's nice, and even if it's also a pleasure to do music. But all those things around are really surreal for me. I just don't really want to pay attention. What do you think about Playboys, like Ralph Eden? He didn't came. He didn't. He so didn't I'm here, that. Thanks to you. You are here, yeah. It. Would you say so you I are love a Playboy? Playboys. I would love to be on the cover one day with that, maybe. Er hält jetzt das Ding hoch, was man sich über, na, ihr wisst schon was, halten kann. And it sucks on the table. How would you describe your music? I mean, we are listening to your music in a couple of seconds, but how would you describe your music? Wie würdest du deine Musik beschreiben? But my music is... actually, I did the first album, it was really pop music, and yeah. It's always like an evolution on what's happening in my life and on what I'm really like spontaneous in the way I do music. I'm doing my music in a flat like this. Okay, really? I have a home studio in Paris, and that's how I do my music. The fact is, I think music needs to just change. Depends on your life and what you live, and that's why I like to travel, to meet people, to be in this kind of situation, because it's going to inspire me some other stuff. Also, but it's hard to describe in words. I'm doing pop music, and that's all. And we have to listen to it. Get ready for your song, because we want to listen to your song. How is it called? No, it's called Everything It's Gone. It's a song. It's not. It's anywhere. I mean, it's not on internet or whatever. But it's the first time actually. It's a premiere. Yes, kind of. Fuck yeah. Here we go. Wir hören jetzt mal einen Song von Slimy. Everyone would say slimy in Germany. I know. Actually, yeah, yeah. But I can be slimy too sometimes. No, you're you're slimy, obviously. Yes, so, get into the behind the Roland keyboard. Eine großartige Firma, die auch Pianos herstellt. So, Slimy ist das. Er lässt sich inspirieren von seinem Leben, seiner Musik und... den Rest habe ich eigentlich vergessen. Let's listen to your music. Okay. Right now. Great. Okay? Are you ready? I'm ready. Here we go. Stressed. Yeah, no. It's not. No. Come on. It's just a familiar show. Okay. Großer Applaus. Live bei Flux FM Lauschrausch. Hier ist Slimy. Do you wanna go? I fell upon this place that I don't understand. I can't understand. Black squares of sand, a man made of steel, Dali so grand. A masquerade of eyes running. The coast is clear, it's you I see. There is something about this fantasy. It's surreal, it's unreal, it's surreal. All of a sudden it disappears. It's a dream, it's a dream, it's a dream. But now it's gone, as hard as I try to recall, but now everything is gone. I'm lost in reality, I'm trapped in a dream, I'm trapped in a dream. Castles of sand crumbling in my hand, art is timeless, Dali's so grand. A masquerade of our eyes staring. I'm finally here and you're with me. There's something about this fantasy. It's surreal, it's unreal, it's surreal. All of a sudden you disappear. It's a dream, it's a dream, it's a dream. But now everything is gone. As hard as I try to recall, but now everything is. Do you wanna go? Do you wanna go? Do you wanna go? Where? Do you wanna go? Do you wanna go? Do you wanna go?
FluxFM Lauschrausch, die Radioshow aus eurer WG. Live bei FluxFM Lauschrausch. You, you wonderful person. Oh, that was the first time. So, look, I'm shaking so much. That's so weird. Why? Why are you nervous? It's nerve in because I'm just doing this the first time, so it's quite important for me. It's important. This show is important for you. I'm a human being. Boy. You know, artists are human beings. Boy. Sometimes we forget that because we're so Slimy, live bei FluxFM Lauschrausch. Er ist sehr, sehr nervös heute, genauso wie wir alle. Denn eigentlich das große FluxFM Lauschrausch Rolf Eden Spezial, der nicht gekommen ist, weil er lieber ins Fernsehen geht als in Radio-Business. Buh. Nicht cool. Radio ist viel, viel cooler. Hört mehr Radio. Yeah. Am schönsten sind die Leute, die man dann immer fragt, und hört ihr Radio? Nö, eigentlich nicht so. Deshalb spielen wir jetzt bessere Musik im Radio, als unsere Konkurrenzsender machen, denn damit kriegen wir mehr Quote. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn jetzt live bei FluxFM Lauschrausch, die Pitch-Tuner.
FluxFM Lauschrausch. Live bei FluxFM Lauschrausch. Pitch Tuner. Und jetzt nutzen wir die Zeit, um uns ein bisschen mit der Band auch uns zu unterhalten. Wir wollen ja wissen, wo kommt ihr her? Hallo Johannes. Hallo David. Na? Das ist echt Wahnsinn, dass du meinen Namen noch recoverst, weil viele verwechseln mich mit Daniel oder Dennis. Na, sowas kommt bei mir selten vor. Sowas kommt bei dir selten vor, natürlich. Pitch Tuner. Ich meine, ihr habt viel in Asien gespielt, habe ich gelesen, und ihr stellt eure Instrumente selber her. Wie passt das zusammen? Genau. Muss man das vielleicht auch, wenn man in Asien spielt? Naja, ein bisschen vielleicht. Also ich habe angefangen, die ganzen Sachen zu bauen, weil wir halt viel mit dem Flieger fliegen wollten. Ja. Und da ist halt immer das Problem, was mit dem Gewicht. Das darf nichts mehr als 20 Kilo wiegen. Ja. Und deswegen habe ich halt zum Beispiel so ein Pad gebaut. Das ist halt super leicht hier und kann man auch montieren auf ganz normalen Mikroständer. Super. Alles super leicht. Was kann denn das Pad? Das kann Sounds machen. Ich glaube, jetzt ist schon alles aus, oder? Ja, alles kaputt. Jetzt geht gerade die Finger. Und man kann das auch so spielen. Weiß ich, das ist schon irgendwie die dritte Version. Ja. Am Anfang waren es halt so Drumsticks. Ja. Und ich habe das immer kaputt geschlagen, alles. Und dann habe ich angefangen, solche zu bauen und festgestellt, man kann das auch mit so Dingern spielen. Die leuchten halt im Dunkeln. Wow. Ganz super. Hey. Und was auch total lustig ist, wenn die so flackern. Ja. Und man schlägt das so. Ja. Dann gibt es einen ganz coolen Effekt und es sieht natürlich super schön aus auf der Bühne und so. Das ist super. Und was ich natürlich besonders interessant finde bei euch, ihr habt auch mit Moses Schneider zusammengearbeitet. Stimmt, Moses. Schneider natürlich großartiger, begnadeter Produzent unter anderem von den Beatsteaks oder Tokotronic. Wie war da so die Zusammenarbeit? Ist das ein strenger Typ? Ich stelle mir den immer sehr, sehr streng vor. Nee, das ist total entspannt. Ja. Aber der weiß, was er will, oder nicht? Ja, also es war echt, für mich war es total eine Erleuchtung so, weil er sehr entspannt halt ist und weißt du, wenn ich halt Songs produziere, tue ich tierisch rumfrickeln und er ist halt eher so der Typ, er kriecht ums Schlagzeug rum und horcht überall, stellt die Mikros hin und dann haben wir das halt einfach in einem Take praktisch eingespielt. Ach was, echt, ja? Und es war total schönes Arbeiten. Also sehr, er fängt halt das auf, was eigentlich so eine Band ausmacht. Also wir spielen auch mit Schlagzeug. Also ja. Wir spielen nicht nur in einer Zweierbesetzung, sondern manchmal auch mit Schlagzeug. Aha. Und er kann das halt total gut einfangen. Und es war super, super spannend mit ihm. Ich muss dich das jetzt fragen, weil du aus Memmingen kommst. Ja, genau. Besitzt du eine Eigentumswohnung in Berlin? Leider nicht. Wie lange seid ihr schon in Berlin? Wir sind jetzt seit 8 Jahren hier. Und wir haben uns kennengelernt in Dresden. Sehr lange in Dresden gewohnt. Die drittschönste Stadt laut ARD City Check. Die drittschönste? Die drittschönste Stadt gleich hinter Berlin und Hamburg. Ist vielleicht sogar noch schöner als Berlin. Das würde ich hier nicht so laut sagen, ehrlich gesagt. Nee, also wirklich so optisch, es ist echt eine super schöne Stadt. Ja, gerade wenn viel Wasser in der Innenstadt ist, sieht es wie Venedig aus. Da waren wir übrigens auch in Berlin. Also als die Flut war, wann waren das? 2001 oder so? Wir haben direkt neben der Elbe gewohnt und ich habe sogar einen Song geschrieben, der hieß Die Elbe kommt. und den habe ich fertig produziert, bevor praktisch der ganze Strom weg war und alles. War schön. Und wir haben das auch auf so einer Benefizveranstaltung gespielt. In Dresden gab es halt so eine Benefizveranstaltung für die ganzen Katastrophenopfer. Und ich bin mir nicht so sicher, wie der Song dort ankam. Aber es war ein cooler Song eigentlich. Wir sollten ihn mal wieder spielen. Das ist so ein bisschen das Motto bei uns auch. Rolf Eden kommt. Und jetzt Bühne frei für die Pitch Tuner. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis in 2 Wochen. We'll be right back.
want you to stay will come. When it comes to an end again, it's time to run. Hitchhike defenders and flying pretenders. When there's nowhere to go, you check all alone. FluxFM Lauschrausch. Die Radioshow aus eurer WG. Präsentiert von Lautsprecher Teufel.